Erleichterung bei Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer, Jubel bei der AfD, die in Sachsen extrem zulegt. In Brandenburg behauptet sich SPD-Ministerpräsident Woidke, und auch dort feiert die AfD große Stimmenzuwächse. Und damit guten Abend zu einem Tagesthemen extra. Die CDU verliert, bleibt aber stärkste Kraft in Sachsen, genauso wie die SPD in Brandenburg. Und die AfD steht in beiden Ländern auf Platz 2. Und für die aktuellen Zahlen und Analysen schalten wir jetzt in unser AD-Wahlstudio in Dresden zu Jörg Schönborn. Wie sehen die denn zur Stunde für Sachsen aus, die aktuellen Zahlen? Ja, sie machen die Regierungsbildung immer spannender und schwieriger. Doch zunächst mal für Sachsen die Hochrechnung. Die CDU kommt auf 32,5%, die Linke auf 10,3%. SPD 7,8, alle mit dramatischen Verlusten. Die AfD mit ihrem bisher stärksten Landtagswahlergebnis 27,8. Die Grünen steigen auf 8,2. FDP 4,5 nicht im Landtag vertreten. Und die anderen Parteien kommen auf 8,9%. Und nun geht es bei der Bildung des Landtags wieder um eine Besonderheit. Das Verfassungsgericht des Landes hatte die Liste für die AfD nur bis Platz 30 zugelassen. Rechnerisch stehen der Partei aber mehr Mandate zu. Welche Auswirkungen das hat, sehen wir jetzt. Die CDU kommt auf 45 Sitze, die Linke 14, SPD 11, AfD 30, das ist das Maximum von der Liste, Grüne 11. Und dann bleibt ein Rest von 9 Mandaten. Da gehen wir im Moment davon aus, dass die AfD die nicht alle besetzen kann. Sie stünden ihr rechnerisch zu. Allerdings hat sie aus unserer Sicht gute Chancen, etwa 3 Mandate in solchen Wahlkreisen direkt zu gewinnen, wo kein Listenkandidat kandidiert hat. Also 3 dieser Mandate könnte sie retten. Auf dieser Basis unsere Betrachtungen zur Regierungsmehrheit. Demnach wäre die Koalition aus CDU und Grünen mit 56 Sitzen ziemlich an der Kante. Das wäre knapp und könnte nicht reichen, wenn die AfD wirklich diese Direktmandate holt. CDU und SPD, hier gilt genau das Gleiche. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass am Ende über diese Konstellation in Dresden gesprochen wird. Das, was man Kenia nennt und in Sachsen-Anhalt bereits regiert. Ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. Und das ist in einem Landesverband wie Sachsen, wo die CDU eher konservativ und die Grünen eher links sind, natürlich doch ein ziemlicher Spagat. Deshalb haben wir die Wählerinnen und Wähler gefragt, die von CDU und Grünen, wie sie denn so einer schwarz-grünen Zusammenarbeit, die ja bei Kenia zustande käme, gegenüberstehen. Bei den CDU-Wählern gibt es mit 56-37 eine knappe Unterstützung für ein solches Modell. Die Anhänger der Grünen sind da mit 72-27 noch etwas offener. Aber insgesamt zeigt die Situation schon, wenn diese kleinen Bündnisse Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün nicht zustande kommen, dann wird es vermutlich diese Gespräche geben und die wären nicht einfach. Danke, Jörg Schönborn. Soweit. Wir sprechen uns dann gleich noch mal wieder dann zu den Ergebnissen in Brandenburg. Wir bleiben aber erst noch in Sachsen, denn vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit dem amtierenden Ministerpräsidenten des Freistaats, Michael Kretschmer, zu sprechen. Guten Abend, Herr Kretschmer. Guten Abend. Ihre Partei hat um die 7 Prozentpunkte verloren. Warum haben die Sachsen so viel Vertrauen in Sie verloren? Ja, es ist in der Tat so. Aber wenn man sich anschaut, wie in den letzten Monaten die Prognosen waren und auch die letzten 2 Wahlen, sind wir doch froh, dass wir in den 20 Monaten, in denen ich jetzt Ministerpräsident sein durfte, vieles wieder an Vertrauen neu generieren konnten, dem Land einen neuen Schwung geben konnten. Und es geht in der Tat darum, jetzt in den nächsten 5 Jahren genau diesen Weg weiterzugehen, noch mehr auch deutlich für die Menschen spürbar zu machen, wie dieser neue Politikstil ist und welche Dinge wir leisten können für den ländlichen Raum, für die großen Städte, für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das klingt nach Erleichterung, dass Sie da mit einem blauen Auge davongekommen sind. Aber wie erklären Sie sich, dass Sie sich nicht noch klarer von der AfD absetzen konnten? Es geht nicht um mich zunächst einmal. Es geht um die Frage, welches Signal von dieser Wahl in die Welt geht vom Freistaat Sachsen. Und das Signal, was wir jetzt bekommen haben, ist, eine übergroße Mehrheit im Sächsischen Landtag besteht aus Menschen, die etwas Positives wollen, die Ideen haben, die die Zukunft gestalten. Sachsen ist nach wie vor ein positiver Ort, in den man kommen kann, als Tourist, als Wissenschaftler, als Unternehmen. Deswegen freue ich mich, dass das gelungen ist. Trotzdem ist die AfD die zweitstärkste Kraft und Ihnen sozusagen auf den Fersen. Wie wollen Sie mit dieser Partei umgehen und vor allem mit deren Wählern? Das sind ja immerhin fast 28% aller Sachsen in Zukunft.
meine Erfahrung auch aus den vergangenen 20 Monaten ist, es hilft nur das persönliche Gespräch gegen ein Zerrbild, was vor allen Dingen in einer Internetblase immer mehr vermittelt wird und immer stärker wird. Wir werden keine Gelegenheit auslassen, auch in den nächsten 5 Jahren unterwegs zu sein, als Staatsregierung mit den Menschen zu sprechen und dann auch deutlich zu machen, was daraus folgt, welche konkreten politischen Entscheidungen, die eine unmittelbare Wirkung auch haben auf das bessere Leben für die Menschen im Freistaat Sachsen. Ja, gegen ein besseres Leben im Freistaat Sachsen kann keiner was haben. Aber wie meinen Sie das denn genau, inhaltlich? Ja, was sind denn die Gründe, warum man diese Partei wählt? Ich glaube, es ist Protest in Richtung Berlin. Dagegen kann ich wenig tun. Dann gibt es aber konkrete Sachen, die auch hier im Freistaat Sachsen sind. Die Frage ja, wird ja immer wieder diskutiert, ländlicher Raum. Was kann man dafür tun, dass das Leben dort besser wird? Und da habe ich viele gute Ideen. Zum Beispiel? Da geht es um die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Für den ländlichen Raum geht es darum, ihn als Chancenregion auch zu halten. Deswegen investieren wir in Breitband. Das ist entschieden, das sind 700 Millionen Euro. Aber die Kabel konnten in diesen 20 Monaten nicht gezogen werden. Das wird uns in den nächsten natürlich gelingen. Wir haben eine Initiative für die weißen Flecken beim Mobilfunk. Auch da können wir liefern. Wir haben eine Frage Landärzteversorgung. Auch da haben wir konkret die Dinge auf den Weg gebracht und werden in den nächsten 5 Jahren auch sichtbar, anfassbar zeigen, dass das wirkt, was wir da uns vorgestellt haben. Wenn Sie das aber auch umsetzen wollen, was Sie sich da vorgestellt haben, dann brauchen Sie einen Partner. Sie wollen nicht mit der AfD, nicht mit den Linken und eigentlich auch nicht mit den Grünen. Mit wem wollen Sie denn zusammen koalieren? Das schauen wir uns an. Jetzt ist ja das Wahlergebnis noch nicht da. Das wird im Laufe des Abends passieren. Und dann weiß man, welche Mehrheiten es gibt. Aber was wäre denn Ihre Wunschvorstellung? Es geht hier nicht um meine Wünsche, es geht darum, dass ich als Demokrat akzeptiere und respektiere, was die Wähler heute entschieden haben. Und ich sage immer, erwachsene Menschen und Demokraten müssen in der Lage sein und sind es auch. Ich bin dazu auch, habe den Willen dazu und ich sehe bei den anderen Akteuren auch diesen Willen, eine Regierung zu bilden, die sich daraus bildet, was will man für dieses Land erreichen. Nicht sich selbst, nicht die Parteien in den Mittelpunkt zu stellen, sondern im Interesse des Freistaats Sachsen. Und dann wird uns das auch gelingen. Falls Sie doch mit den Grünen koalieren wollten, würde das auch inhaltlich schwierig werden. Denn denen schwebt ein früherer Kohleausstieg als 2038 vor. 2030 ist da die Rede. Sind Sie da verhandlungsbereit? Ja, also erst einmal wollen wir mal sehen, was überhaupt als Wahlergebnis kommt. Und dann mag das alles sein, dass das schwierig ist. Aber wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Und wir müssen dann eben beweisen, dass wir ein tragfähiges Ergebnis erzielen. Und das wird Gespräche erfordern. Es kann auch sein, dass das lange dauert. Aber am Ende muss ein Vertrag stehen, ein Programm für 5 Jahre, die diesem Land gut tun. Sagt der Ministerpräsident von Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch, Michael Kretschmer. Bitte schön. Soweit zur Landtagswahl in Sachsen. Aber auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben ein neues Parlament gewählt. Und deshalb noch einmal zu Jörg Schönborn in Dresden. In Sachsen scheint es, dass die CDU weiterhin die Regierung anführen wird. Gilt das auch für die SPD in Brandenburg? Ja, es sieht alles danach aus. Der Rückgang der SPD ist ja nicht ganz so drastisch ausgefallen wie in den letzten Wochen vermutet. Aber wie tief der Fall der Brandenburger SPD ist, sieht man trotzdem an dieser Kurve. 1994 hat sie es sogar zur absoluten Mehrheit gebracht mit über 50%. Gemessen daran sind die 26% jetzt gerade in der aktuellen Hochrechnung eine Halbierung, sogar mehr als eine Halbierung. Schauen wir uns die Hochrechnung aber insgesamt an. Die SPD, ich habe schon gesagt, im Moment bei 26,0%, minus 6. Die CDU kommt auf 15,6, für beide historisches Tief im Land Brandenburg, Linke 10,8. Die AfD nicht ganz so stark wie in Sachsen, aber mit 23,5 auch eindeutig an Nummer 2. Die Grünen erstmals zweistellig in einem ostdeutschen Land, 10,8. Die Brandenburger Vereinigung der Bürgerinitiativen Freie Wähler 5,1. Der Spitzenkandidat Peter Wieder hat übrigens sein Direktmandat geholt. Nach einer Brandenburger Besonderheit ist damit die Fraktion auf jeden Fall gesichert. Die FDP 4,3 und die anderen 3,9. Im Landtag in Potsdam also auf jeden Fall 6 Parteien und Gruppen vertreten. SPD 25, CDU 15, Linke 10. AfD 23, Grüne 10 und die Freien Wähler 5. Und dass es für die bisherige rot-rote Koalition, eine Koalition der Verlierer, nicht reicht, das ist arithmetisch klar. Deshalb wird in Brandenburg über Dreierbündnisse gesprochen werden müssen.
Politisch denkbar zum einen wie im Nachbarland Berlin, Rot-Rot-Grün, mit einer recht knappen Mehrheit nach momentanem Hochrechnungsstand wäre das genau ein Mandat, 45 bei 88 Sitzen. Deutlicher wäre auch hier die Mehrheit eines Kenia-Bündnisses, Schwarz-Rot-Grün, das wären 50 Mandate. Wieder einmal hat also ein Bundesland die Situation, dass die beiden ehemals großen Volksparteien SPD und CDU miteinander keine Regierung mehr bilden können und auf jeden Fall ein dritter Partner gebraucht wird. Jörg Schönborn, vielen Dank für diese Informationen und Analysen. Soweit dieses Tagesthemen extra zu den heutigen Landtagswahlen. Wir sehen uns dann später noch einmal, wenn wir zur regulären Ausgabe der Tagesthemen um 23.05 Uhr wieder für Sie da sind.